Was wäre, wenn Maschinen rein wären? Ein grundlegendes universelles Konzept, ohne Werte oder Ziel. Aber weil sie von Menschen gebaut wurden und damit all deren zahllose Fehler erben mussten, wie könnten Maschinen je besser sein als wir? Müssten sie nicht unweigerlich dem Pfad ihrer Schöpfer folgen und letzten Endes scheitern? Jo, und damit moin. Herzlich willkommen bei The Search 2. Ja, geht weiter. Wie fangen wir an? Bin mal wieder planlos. Auf jeden Fall, da vorne sehen wir unseren Charakter. Charakter, den ich mir erstellt habe im ersten Durchgang. Und wir sind hier im New Game Plus Plus, also quasi im dritten Durchgang. Die Augen leuchten so, weil ja der letzte Boss schon mal getötet wurde, dann kriegt man irgendwie strahlende Augen. Aber da will ich jetzt auch nichts spoilern oder so, das behalten wir erstmal für uns. Ja, es wäre beinahe schief gegangen mit diesem Projekt, weil The Search 2 ist eine absolute Zicke, wenn es ums Aufnehmen geht. Ich versuche hier seit 3 Tagen das hinzukriegen, aber ich habe jetzt einen Weg gefunden. Ladies and Gentlemen, hier spricht der Kapitän. Unser Flug Nummer 221 nach Jericho City wird in Kürze landen. Wir sind zurzeit in einer Höhe von 35.000 Fuß mit einer Reisegeschwindigkeit von knapp 2.000 km/h unterwegs. Wenn das Wetter mitspielt, können Sie bei unserem Landeanflug eine bezaubernde Aussicht auf die Stadt genießen. Ich werde mich vor der Landung noch einmal bei Ihnen melden. Dankeschön, das ist nett. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich gerade war. Oh ja, Aufnahmeprobleme. Und performancemäßig ganz furchtbar. Ich musste jetzt leider alles irgendwie runterdrehen und per Bildschirmaufnahme aufnehmen. Also falls das mal ruckelt oder nicht so schön aussieht, ich kann es gerade leider nicht ändern. Ist ein bisschen doof, aber besser als nichts. Sollte klappen. Und bevor ich jetzt noch mehr laber, geht's erstmal los. Wir gucken uns hier mal um. Diese Geschichte hier im Flugzeug, die sieht man auch nur bei den neuen Durchgängen. Beim ersten Durchspielen taucht das nicht auf. Deswegen ist das hier so ein bisschen mehr an Story noch. Guti, schauen wir uns mal um. Aufstehen klappt? Ja. Oh ja, und gerade eben in dem Video am Anfang konnte man sehen, diesen Energieschwall, eben den The Surge eben, vom ersten Teil quasi. Das war so das Ursprüngliche, was diesen Schock ausgelöst hat, der durch alle Systeme gegangen ist. So, schauen wir uns mal um. Da lang geht's nicht? Nee, ich glaube, hier konnte man nichts machen, ne? Ist schon wieder eine ganze Zeit lang her. Bitte an Ihren Erziehungsberechtigten. Sie können nach unserer Ankunft ein Formular für die Rückgabe Ihres Spielzeugs einreichen. Haben Sie einen guten Flug. Du bist ja ein toller Roboter. Kannst du auch was sagen? Können Sie das nicht verstehen? Ich habe Flugangst. Das ist ein Stofftier, okay? Das beruhigt mich. Bleiben Sie in Ihrer Kabine und genießen Sie die Aussicht. Entschuldigung, kann ich bitte mein Stofftier zurückhaben? Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, verweisen Sie mich bitte an Ihren Erziehungsberechtigten. Sie können nach unserer Ankunft ein Formular für die Rückgabe Ihres Spielzeugs einreichen. Ah, ich mag Roboter, die sind immer so herzlich. Ich übernehme das mal. Ihr negatives Verhalten wurde protokolliert. Zisch ab. Haben Sie einen schönen Tag. Wie siehst du eigentlich aus? Komisches Vieh. Moin! Ich hab Stofftiere. Genial, danke. Ich weiß schon, wen ich das nächste Mal frage, wenn ich in der Klemme sitze. Ich bin Athena. Athena Gutenberg. Ich kann's nicht ab, allein zu fliegen. Nicht, dass ich mich nicht längst dran gewöhnt hätte. Ich werde in Jericho City von meinem Großvater abgeholt. Ich bin ein bisschen gespannt. Wird aber auch etwas seltsam sein. Hab ihn seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Zumindest nicht in echt. Nur in den Nachrichten. Unsere Figur spricht nicht in diesem Spiel. Ist ein bisschen schade, aber deswegen muss ich mich eben dran gewöhnen, dass ich eben vorher sage, was ich auswähle. Im Moment jetzt schönen Flug. Ja, dir auch. Ach, und danke für deine Hilfe. Was ist denn jetzt los? Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Sieht aus, als seien wir in leichte Turbulenzen geraten. Bitte bleiben Sie ruhig und auf Ihrem Platz. Wir sind bald aus dem Gröbsten raus.
Okay, bitte kehren Sie unverzüglich zu Ihren Plätzen zurück. Wir haben hier anscheinend ein... Oh Gott, was ist das denn? Das kommt genau auf uns zu. Ausweichmanöver! Ausweichmanöver, sofort! Ja, das war der besagte Energieschwall, den wir eben in Teil 1 quasi erlebt haben, beziehungsweise die Auswirkungen. Nur erstmal sehen, dass wir hier rauskommen. Kann ungemütlich werden. Los, Schnapse, mach hin. Kann ich denn jetzt? Ich kann. Irgendwo kann ich hier auch noch einen retten. Ich weiß nur nicht wo. Das hatte ich mal gehört. Ich muss gleich mal gucken. Habe ich zumindest noch nie geschafft. Immer diese Hektik. Da lang. Kann auch nicht rennen im Moment. Henderson, genau. Ach, er hier ist das. Den kann ich retten. Und was muss ich denn tun? Ach, ich muss auf die andere Seite. Kann sein, dass ich das jetzt komplett verkacke. Da kann ich was machen. Sehr schön. Da habe ich es doch noch entdeckt. Danke. Nein, es ist hinter uns her. Es holt auf. Ja, ich beeile mich doch. Hilfe! Ich sitze fest. Allein schaffe ich es nicht. Und dadurch, dass man den rettet, kriegt man später irgendwie eine besondere Waffe, irgendwie so, wenn man den wieder sieht. Mehr weiß ich gerade nicht. Bewahren Sie Ruhe und folgen Sie dem Leuchtstreifen auf dem Boden. Ja. Rettungszone. Zum Glück nicht ins Zentrum gekracht, das wäre ja richtig schief gegangen. Ich hoffe, das klappt mit der Aufnahme, ey. Das ist mir gerade alles ganz unheimlich. Scheint aber zu laufen. Ja, zwei Monate später. Report TS1. Die Wahnvorstellungen unseres Spezialpatienten halten seit Wochen an. Wieder und wieder scheint er die gleichen traumatischen Erinnerungen an Flug 221, ein Mädchen und irgendeine Art Anomalie zu durchleben. Pass auf! Aber das ist unmöglich. Der Flug hatte nur einen Überlebenden. Na, ob das stimmt, werden wir noch sehen. Pass auf! Es wird dich umbringen! Ja, grafisch, wie gesagt, nicht gerade ein Leckerbissen. Ich meine, es gibt Schlimmeres, aber ja, schön ist das nicht. Ich musste einiges runterdrehen, dass ich das überhaupt zum Aufnehmen bewegen konnte. Und aber auch wenn alles auf Maximum ist, es sieht nicht besser aus als der erste Teil, sogar im Gegenteil. Ist leider ein bisschen schade, aber gut, kann man jetzt nichts machen. Ja, es läuft jetzt zumindest und ruckelt nicht, immerhin. Gut, ja, da sind wir angekommen im Spiel, schön im Schlafanzug. Und ja, dann werden wir mal rausfinden, was hier passiert ist, wa? So, erstmal die Keycard mitnehmen. Das ist ja klar, ich kenne so einige Items und Locations schon, weil ich es eben schon ein paar Mal durchgespielt habe. Werde ich nicht immer jedes Mal erklären, wenn ich irgendwo in die Ecke biege. Wir haben ein schweres Sicherheitsleck entdeckt. Alle Gefangenen bleiben in ihren Zellen. Wachdrohnen sind im Einsatz. Von wegen, Kollege. Lass mich hier doch nicht einsperren. Kann ich eigentlich schon ins Menü irgendwo rein? Nee, derzeit nicht erlaubt. Ich kann auch gar nichts machen. Ich bin einfach nur der halbnackte Mann mit Glatze und Bart. Wir möchten leben eigentlich. Ey, du sollst mich nicht treffen. Nur das Grundprinzip von diesem Spiel ist eigentlich gleich geblieben. Man kämpft von den ganzen, wie soll man sagen, spieltechnischen Umsetzungen her gibt es ein paar Verbesserungen. Auch ein paar Sachen, die nicht ganz so toll sind. Kommen wir auch nach und nach drauf. Greif mal an, dass ich dich schlagen kann. Genau so. Und das Schöne ist, nach dem zweiten Durchgang, sprich also mit dem dritten startet es, wie jetzt, gibt es auch kein Aufleveln mehr in dem Sinne von Waffen, Rüstung etc. Es gibt nur noch ein Level, das ist Level 20 und mehr kriegt man hier auch nicht. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht
Abgesehen von Lebensenergie und die hier blaue Energie, was es so gibt, und Ausdauer, das kann ich noch ein bisschen erhöhen, aber eben von den technischen Sachen her, Waffen und Rüstung, bleiben wir hier auf ein Level quasi. Ach ja, richtig, hier gehe ich jetzt nicht rein. Da wartet einer auf uns. Das sind nämlich die High-End-Gegner, die eigentlich ganz zum Schluss vom Spiel kommen. Die rennen jetzt hier auch schon früher rum. Und da ich nichts anhabe, lassen wir den ja erstmal drin. Ist besser. Sonst gebe ich nämlich gleich aus Latschen hier. Ja, hier ist richtig was los. Oh, gucken, dass wir da mal lebend ankommen. Noch eine Drohne. Komm her, Kollege. Hier, aufs Maul. Huch. Ja, ich muss aufpassen. Ich bin ratzfatz tot, wenn ich hier was abkriege. Solange wir noch nichts zum hier anziehen haben. Oh ja, und wie man sieht, wir haben auch noch gar kein Exo-Rig. Das bekommen wir noch alles. Also im Moment sind wir wirklich eine arme Wurst. Und wissen gar nicht so richtig, was hier abgeht. Mal sehen, was du so dabei hast. Ausgeplündert. Nichts mehr da. Patsch. Der hält aber viel aus. Junge, Junge. Der ganze Klo mit von der Wand geschlagen. Das ist doch was. Ich bin der Scheißhausmörder. Kommt mir nicht zu nahe. Moment. Hier müssen wir runter. Aber nicht ins Feuer springen, weil... Aua. So. Mal kurz gucken. Da ist doch schon ein Kollege. Der wirft mit Stein. Ich bin tot. Ja, das fängt ja gut an. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Du kriegst einfach einen Stein vom Kopf geschmissen. Oh, jetzt muss ich wieder hier ganz ruhig. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin auch gerade nicht mehr gut in Übung. Ich habe eine ganze Zeit lang jetzt nicht sowas gespielt. Kann sein, dass ich öfters mal verreck am Anfang jetzt. Ja, komm her. Eier Nacken. Ne, da kommt noch eine zweite, ne? Oder wie war das noch? Ja, schon mal um die Ecke gucken hier. Doch nur eine? Ne, siehst du, da ist doch. Ich kenne doch meine Pappenheimer hier. So. Da gehen wir immer noch nicht rein. Nee. Wenigstens haben wir jetzt volles Leben. Das ist ja auch schon mal was wert. Moin, hier bin ich wieder. Komm her, du Blecheimer. Kriegst aufs Maul, bis du grinst. So. Na, das sieht doch schon viel besser aus. Hast. Ausgeplündert. Ja, die halten deutlich mehr aus als sonst. Hoffentlich geht das gut, weil ich mich auch nicht mehr großartig stärker machen kann. Oha, 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 das kann ja was werden. Hier liegen meine alten Schrottteile. So, und bevor der jetzt wieder auf mich schmeißt. Ich hau zuerst, ja? So. Und geh doch tot. Was hält der denn aus? Junge, Junge. Ach, wisst ihr was? Keine Hektik. Hier, ich trinke erstmal was. Leute, Prost. Oh ja, richtig. Das kann ich vorher noch immer erzählen, bevor ich hier jetzt weitergehe. Ich will versuchen, regelmäßig die Videos hier rauszuhauen. Ich kann es aber nicht garantieren, dass ich es wirklich jeden Tag schaffe, weil ich gerade privat eine ganze Menge um die Hacken habe. Und auch wahrscheinlich in Kürze für eine längere Zeit ins Krankenhaus gehen werden müssen tun. Und ja, wie gesagt, ich sehe zu, dass regelmäßig was kommt. Aber ich kann nicht versprechen, dass es halt täglich ist. Ich muss gucken, wie ich das wuppen kann. Wird schon irgendwie gehen. Wir schauen mal. Aber erstmal, die nächsten Tage sind auf jeden Fall gesichert, sagen wir mal so. Doch dann ins Feuer gerannt. Ach, er auch. Ja, schön. Jetzt muss ich aufpassen. Einer kommt mit Waffe und der hier schmeißt gleich wieder mit Steinen, wie ich ihn kenne. Und ich kann auch nicht ausweichen und springen. Das geht alles noch gar nicht. Ah, wir kriegen es hin. Hauptsache, er erwischt mich nicht mit dem... Junge, Junge. Hier, gleichzeitig. Aufs Maul. Ja, klappt doch. Sehr schön. Ja. Ja, da drin ist auch schon was los, aber die Tür kriegen wir noch nicht auf. Wir sind nicht stark genug. Ja,
ist noch nicht so geil mit den Muskeln. Hier könnte man sich heilen, brauchen wir auch noch nicht. Jo. Dann schauen wir uns hier oben erstmal um. Du, bitte, du musst mich hier rauslassen. Ich bin kein Verbrecher, nur ein ganz normaler Typ. Das sagen sie alle im Knast. Aber ihr habt den Namen vielleicht gerade gesehen, das ist Benjamin Burke, wenn ihr euch daran erinnert, im ersten Teil von The Search. Das war der gute Mann, der immer die Durchsagen gemacht hat und seine Kollegen durchgelotst hat. Hier von wegen, ich bin jetzt am Bahnhof, ich gehe nicht ohne euch. Ja, und das ist er wohl. Ja, geht nicht, ne? Zu schwer. ich komm wieder. Lass mich hier nicht verrotten, okay? Nee. Ich habe vor Angst. Keine Panik. Friese macht das schon. Das Wesen ist in den Hochsicherheitstrakt eingedrungen. Dutzende Gefangene sind aus ihren Zellen entkommen. Da draußen spielt sich das reinste Massaker ab. Sorgen Sie unter allen Umständen für Recht und Ordnung. Versagen ist keine Option. Ja, dann eben nicht. Dann wird halt nicht versagt. So, wir können auf jeden Fall hier einmal eine Tür aufmachen. Und zwar da hinten die grüne, wo es grün leuchtet. Das ist quasi eine Abkürzung für uns, falls ich gleich wieder drauf gehe, dass wir nicht wieder hier komplett unten durch müssen. Gott sei Dank bist du zurück. Nee, ich bin noch nicht zurück. Heute nicht zu früh, Kollege. Dann kommen wir nämlich direkt hier raus. Ne? Hier sind wir dann schon oben quasi, ne, bei der medizinischen Station. Ach, jetzt habe ich hier ein Fenster, genau vor der Uhr. Ich muss mal ganz kurz, sorry, dass ich das jetzt so mache, aber ich muss hier mal eben ein Fenster verschieben. Jetzt sehe ich wieder alles. Sehr schön. Jetzt sehe ich wieder nichts. Ich glaube, ich habe es wieder im Griff. Passt. Hast du ein Exorig gefunden? So, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber manchmal muss man auch mal halt mal hier ein paar Knöpfe drücken. So, dann geht's hier jetzt weiter. Und hier erwartet uns jetzt Folgendes. Unser erster Bosskampf und wir haben keine Waffe und nichts anzuziehen. Zum Glück ist dein Kopf ungeschützt. Du mit mir anlegen? Ich mach dich so platt wie die Bullen. Ja, das war ein Fehler. Das war ein großer Fehler. Ich bin so gut wie tot. Der darf mich nicht treffen. Ich habe zwei Chancen. Und wenn die verkackt sind, zwei Möglichkeiten, dass er mich treffen kann. Und dann war es das. Dann muss ich wieder von vorne anfangen. Darum am besten immer nur zwei Schläge auf den Kopf und ausweichen. Und immer wenn er seine Dreier-Kombo macht am besten, weil er dann ein bisschen still hält. Nein! Ist es doch passiert, weil ich wieder zu gierig war. Scheiße. Da liege ich da noch zu zucken, ey. Na, wir kriegen das schon hin. Hier, Prost. Seid ihr eigentlich auch gespannt, ob wir Warren treffen? Den Charakter aus dem ersten Spiel? Habe ich jetzt aus Versehen was gespoilert? Ich weiß es nicht. Huch. Ah, kriegt man keinen Schaden von. Na, wo ist die nächste? Kommen Sie mal ran hier. Einmal die Drohne, bitte. Moin, Drohne. Was geht? Ja. Moment, nicht ins Feuer rennen. Kick, und jetzt brauchen wir nicht rechts durch, sondern können direkt hier abkürzen. Hast du ein Exorig brauchen nur gefunden, den. Um mich rauszuholen? Du nerv mich doch nicht, du kommst schon noch raus. Aber erst wenn ich das sag. So, solange wir ihn die ganze Zeit treffen, kann er uns auch nicht hauen. Sehr schön. Ja, zweiter Versuch. Das ist echt nicht einfach. Ich lasse jetzt meine hier Sachen hier liegen, weil die heilen mich zwischendurch. Das ist so ein bisschen hilfreich. Ich mach dich so platt wie die Bullen. Ja. Haut die Bullen platt wie Stullen. So, diesmal nicht so gierig sein, Friese. Komm, mach deine Dreier-Kombo. Genau die. Ja. Wie gesagt, wir können noch nicht ausweichen, springen und nix. Das ist echt schwierig, weil der gar nicht mal so langsam ist, der Kollege. Ja, Batsch. Oh, nicht irgendwo hängen bleiben, das wollen wir nicht. Und wieder weg. Ja, das könnte klappen diesmal. Nein. Oha. Oh, das wird was. Hoffentlich.
Wie gesagt, ein bisschen werden wir auch geheilt durch unser Tech-Scrap, was immer noch liegt. So, diesmal nicht gierig werden, Friese. Nur zweimal schlagen oder nur einmal, aber nicht wieder hier. Ne, du weißt Bescheid. Nun, hier, komm, mach Dreier-Kombo. 1, 2, 3, auf den Kopf. Und weg. Jetzt haben wir ihn gleich. 1. Nee, Dreier-Kombo. Mach ihn hier, du Nappel. Komm her. Du kannst mir gar nichts. Und 3 und... Batsch. Und wieder weg. Oh, ist das aufregend. Ich drehe ab. Komm nun, mach ihn hier. Spann mich doch nicht so auf die Folter. 1, 2, 3. Batsch, batsch, batsch. So. Da hast du davon. Leg dich doch nicht mit mir an. Guti, jetzt muss ich mal kurz schauen. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal hier rein. Wohl woanders geht noch gar nicht. Und da haben wir dann eine schöne Medibay. Die kennen wir ja noch von damals. Da sah die nur ein bisschen anders aus. Die sehen jetzt hier so aus. Willkommen, Officer Johnson. Hi. Mein Name ist Officer Long Johnson. Installation des Exo-Rigs wird vorgenommen. Jawohl. Ja, das wurde hier dann wohl auch ein bisschen modernisiert. muss ja auch nicht so sein wie bei Warren, dass man das so direkt in den Körper geschraubt kriegt. Ist ein bisschen schöner geworden anscheinend. Tut nicht mehr ganz so weh. So, hier ist unser Interface. Da kümmern wir uns jetzt erstmal noch nicht drum. Anziehen tue ich mich auch noch nicht. Installation des Exo-Rigs abgeschlossen. Yeah. Und jetzt sind wir auch kräftig. Oh, ein Audiolog, das ist schön. Sie können jetzt Ihr persönliches Mark 12 MG Exo-Rig entgegennehmen. Chirurgische Eingriffe sind nicht länger nötig. Das neue MG ist schneller, leistungsstärker und eleganter denn je. Sobald Sie es angelegt haben, verschmilzt es liebkosend mit Ihrem Körper. Die Metamorphose ist so nahtlos, dass Sie gar nicht mehr wissen werden, welche Funktionen noch von Ihrem Körper übernommen werden. Und es wird Ihnen auch egal sein. Überlassen Sie dem MG die Kontrolle über Ihr Nervensystem und holen Sie sich die Kontrolle über Ihr Leben zurück. Es wird Zeit für Klarheit, für Bewegung, für Kraft. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hole ich mir die Kontrolle über mein Leben und meinen Körper zurück, indem ich die Kontrolle an einen elektronischen Chip abgebe. Das ist cool, kann man machen. ich ziehe mich doch schon mal um, weil nackig ist nichts. Ne? Ah ja, so ein paar Sachen habe ich ja schon fertig. Das ist meine Lieblingsrüstung. Yeah, die Black Cerberus. Das sieht doch schon gut aus. Waffen sind wir auch schon gut mit aufgestellt. Ich habe schon ordentlich eingesammelt vorher. Was nehmen wir denn mal Schönes hier? Irgendwas, was weh tut. Die tun auf jeden Fall weh, die Dinger. So, das sieht doch wichtig aus. Implantat habe ich noch nicht drin. Kümmern wir uns gleich drum. Beziehungsweise in der nächsten Folge ist ja gleich schon Feierabend. Ja, hier ist auch das alte System. Körperteile anvisieren, um eben ja, Waffen und Teile abzuschlagen. So wie hier. Ab mit den Armen. Zack. So, jetzt lassen wir den guten Benjamin noch mal raus. Und dann ist auch schon gleich Feierabend für heute. Ich hoffe, dass das mit der Aufnahme halbwegs funktioniert hat. Wäre schön. Ja, komm her, du. Ah, ja, ne. Ah, mit der Rübe. Yeah. Oh, ich mag das. Ja, ich lass dich raus hier. Kollege, komm raus. Oh Mann, Rettung in letzter Sekunde. Ja. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Ja, ich auch. Ich würde mich gerne erkenntlich zeigen, aber wie du dir vielleicht denken kannst, habe ich nichts von Wert dabei. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ben Burke bezahlt immer seine Schulden. Bist du in Lannister oder was? Wo willst du jetzt hin? Ich habe gehört, in der Stadt gibt's ein Evakuierungslager. Gateway Bravo oder so. Da werde ich mein Glück versuchen. Wollte schon immer bei einem Rettungsteam arbeiten. Vielleicht sieht man sich ja noch. Wie bist du in der Zelle gelandet? Du hast das von Creo schon gehört, oder? Also, ich war dabei. Diese Typen von der Regierung sind angetanzt. Ich dachte, ich wäre endlich in Sicherheit. Doch die wollten mich nicht gehen lassen. Auch nachdem ich ihnen gesagt hatte, was passiert war. Was ist denn bei Creo passiert? Etwas wie ein Energiestoß ist durch das ganze System gegangen und hat sämtliche Schaltkreise durchgeschmort. Bis am Ende schließlich die gesamte Fabrik in Trümmern lag.
Ich habe mein ganzes Team da verloren. Selbst Smithy. Aber diesmal werde ich die Leute retten. Ich schwör's. Boah, du machst das schon. Geht's dir gut? Nein, verdammt. Schon seit Wochen geht's mir nicht mehr gut. Die Warum? Leute bringen sich hier für jeden Schrott um die Ecke. Das ist reine Anarchie. Ich kann nur hoffen, dass wir hier in einem Stück rauskommen. Und selbst wenn wir es schaffen, ich habe keine Ahnung, was da draußen auf uns wartet. Ja, das finden wir schon noch raus. Hier, Kollege, du bist frei. Bis später, ne? Komm zum Evakuierungslager. Ich werde dort sein. Bockweh. Das war Plattdeutsch für machen wir. Okay, dann gucken wir noch kurz, was in seinem Spind war. Haben gerade die Keycard dafür gekriegt. Ah, was gibt's da Schönes? Wolframlegierung MK20. Ja, das ist zum Waffen aufleveln. Sehr schön. Das ist voll die coole Pommesgabel, die ich hier habe, ne? Absolut geil. Leute. Hup, ach ja, Licht war noch gar nicht an. Beim nächsten Mal geht's weiter. Und, ja, ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Nee, das ist gelogen. Ich kenne ja schon alles. Aber ich hoffe, ihr seid gespannt, wie es weitergeht. Und, ja, beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Und dann hauen wir hier erstmal ordentlich ein paar Leuten auf die Fresse, ne? Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Moin.